Jacob, wir holen einen Punkt gegen Osnabrück. Wie wichtig war der? Ja, der war, glaube ich, auch am Ende auch sehr verdient. Wir haben eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt, wo wir uns auch Chancen erarbeitet haben und dann auch verdient den Ausgleich machen. Ja, ist nicht einfach gegen so eine gute Mannschaft, die vor allem in letzter Zeit sehr viele Punkte geholt haben, zurückzukommen. Das haben wir heute wieder bewiesen, dass wir das können und haben dann auch verdient den Punkt mitgenommen. Ich glaube, wir hatten heute so ein bisschen zwei Matchwinner. Das war einmal nur Finale und das war es auch du. Du hast zwei Dinger rausgeholt, zwei wichtige Dinger. Wir haben uns gerade schon so ein bisschen unterhalten. Was denkt man sich, wenn so ein Stürmer da auf einen zuläuft? Ja, in erster Linie versuche ich das Tor zu verteidigen. Ich weiß nicht, wer es beim ersten war. Kommt da auf mich zu, versucht mich groß zu machen und dann habe ich auch immer ein bisschen Glück, dass er mich anschießt. Von daher, ja, das ist meine Aufgabe und die konnte ich zum Glück heute zweimal erfüllen. Felix Bastian, ja, mich jetzt fast aus dem Konzept gebracht, fast Jacob. Dann ist es ja irgendwann so richtig heiß geworden. Wie nimmt man das als Torwart wahr? Ich meine, man kann ja nicht so richtig ins Spielgeschehen eingreifen. Ja, die Atmosphäre saugt man natürlich auf. Fans haben heute uns auch wieder hervorragend unterstützt. Hilft natürlich dann in der Phase, wo wir dann auch das Tor machen, sind wir am Drücker gewesen. Aber ja, am Ende ist die Unterstützung sehr wichtig für uns. Jetzt kommt Saarbrücken wieder ein schwieriger Gegner. Wie ist da das Ziel? Ja, wir fahren da nicht hin, um ohne Punkte wieder nach Hause zu fahren. Das ist ganz klar. Im Hinspiel haben wir auch 1-0 gewonnen hier zu Hause. Und natürlich versuchen wir auch da die drei Punkte mitzunehmen. Perfekt, danke dir.